Eure Zeit ist begrenzt, also verschwendet sie nicht, indem ihr das Leben anderer lebt. Das war ein Zitat von Steve Jobs, der Gründer und CEO der Apple Incorporation. Er lebte ein wirklich episches Leben und von daher ist es kein Wunder, dass viele Menschen wissen wollten, wie so sein Tag abläuft. Aus diesem Grund werde ich versuchen, eine Woche lang wie Steve Jobs zu leben. Dazu zählen Aufsteh-, Essens- und Arbeitsgewohnheiten. Am Ende der Woche erfahrt ihr, wie sich so eine Woche auf meine Psyche und meinen Körper ausgewirkt hat. So, doch fangen wir doch erstmal ganz von vorne an. Steve Jobs war ein Morgenmensch. Er mochte es, stets 6 Uhr aufzustehen und seinen Tag voll und ganz und intensiv zu nutzen. Das werden auf jeden Fall ein paar anstrengende 7 Tage. So zog Steve jeden Tag das gleiche Outfit an. Einen schwarzen Rollkragenpulli und eine blaue Jeans. Damit er nicht jeden Morgen Zeit verschwenden musste und darüber nachdenken musste, was er heute anzieht. So, und das hier ist auch schon mein Steve Jobs Outfit. Ihr seht hier die ganz normale blaue Jeans, die Steve auch so selber getragen hat. Die habe ich ihm abgekauft. Nein, Spaß. Das hier ist einfach nur so ein graues T-Shirt. Das ist einfach wirklich ein basic, oversized T-Shirt. Ich fühle mich darin wohl, das ist chillig, fühlt sich angenehm an und deswegen trage ich das dazu. Dazu habe ich noch so ein Cap auf, einfach um alle möglichen Bad Hair Days zu vermeiden. Und das wird eben mein Steve Jobs Outfit sein, was ich so für die nächste Woche tragen werde, und zwar jeden Tag. Das Wichtige daran erkennt man natürlich auch, dass es hier jetzt nicht irgendwie um Markenklamotten geht. Das heißt, es geht nicht darum, den neuen Gucci Belt zu tragen, irgendwie Hermes, Prada, was auch immer. Ja, es geht einfach darum, dass du ein Outfit hast, in dem du dich wohlfühlst. Als CEO sollst du natürlich das Unternehmen auch wirklich führen und deine Zeit und deine mentale Power auch genau da reinstecken. Jeden Tag die gleichen Klamotten zu tragen hat nämlich 2 gute Side-Effects. Auf der einen Seite sparst du damit einfach immens viel Zeit, weil du dich früh einfach immer nicht darum kümmern musst. Und auf der anderen Seite sorgt es eben dafür, dass du weniger Entscheidungen triffst und das jeden Morgen. Und somit dir mehr Kraft und mehr Power in deinem Kopf übrig lässt, um diese Zeit und diese Power in die wirklich wichtigen Entscheidungen zu stecken. Außerdem schaute er jeden Morgen in den Spiegel und fragte sich, ob er das, was er heute vorhat, auch machen wollen würde, wenn es sein letzter Tag im Leben wäre. Wenn die Antwort zu viele Tage hintereinander Nein hieß, dann wusste er, dass er etwas verändern musste. So, wir haben es jetzt kurz nach 6.30 Uhr. Das ist immer die Uhrzeit, wo Steve morgens auch aufgestanden ist, um schon mal eine Stunde vorweg zu arbeiten. Er hatte dabei sogar ein ziemlich ausgeklügeltes Setup, das heißt, egal ob Apple, Pixar oder irgendwelche anderen Projekte, er hatte einen großen Server bei sich zu Hause, mit dem er auf alle Daten in den Unternehmen drauf zugreifen konnte. Also ist sein Büro auch eigentlich sein Zuhause gewesen. Und wenn er mal nicht in Meetings musste, dann ist seine Arbeit auch eigentlich nur E-Mails checken und Entscheidungen treffen. Und das konnte er eben besonders gut, bevor seine Kinder aufgewacht sind. Zu Steve Jobs bevorzugten Snacks gehörten ganze und getrocknete Früchte. Dazu auch selbst angebautes Gemüse und Odwalla-Säfte, die mit den Schraubverschlüssen. So, ich habe mir jetzt zum Frühstück einfach mal hier so eine Schale Datteln gemacht. Genau, dazu noch ein paar Bananen. Ich habe jetzt leider nicht so einen Smoothie-Saft wie er hat, deswegen habe ich mir einfach so einen Green Smoothie von True Foods geholt. Und esst vielleicht noch 1 oder 2 Äpfel dazu. So, und jetzt geht's auch schon los zur Arbeit. Und wo genau ich da hingehe und was das genau ist, das erkläre ich euch auf dem Weg. Scheiße. Hätte ich mal einen Regenschirm mitgenommen. Wenn Steve Glück hatte, konnte er zu Hause bleiben und ein paar Stunden länger bereits von dort arbeiten. Aber relativ oft kam es auch dazu, dass er häufig früher in die Firma musste. So, es ist jetzt kurz nach 9. Das ist ungefähr auch die Uhrzeit, zu der Steve immer ins Office gekommen ist. Doch ich fahre heute nicht ins Apple Headquarter, sondern ich fahre in einen Coworking Space. Das ist sozusagen ein geteilter Arbeitsraum, ein größerer Bereich, wo sich verschiedene Freelancer, Selbstständige, beginnende Unternehmen sich ein großes Office gemeinsam teilen. Dieses Coworking Space, das ist das da. Übrigens, als kleine Side Note, in dem
Riesengebäude befindet sich nicht nur das Coworking Space, sondern auch Gorillas. Vielleicht kennt ihr diese Delivery App, die Lebensmittel aus dem Supermarkt in 10 Minuten für deine Haustür bringt. Und auch SoundCloud, das Logo da oben, und auch noch verschiedene andere Startups. Also allgemein Berlin Mitte hier ist der volle Startup-Bereich. Also schon auch ähnlich zum Silicon Valley. So, ich muss mich jetzt gerade wirklich aber ranhalten, weil es ist schon 9.30 Uhr und ich habe schon gleich das erste Meeting, das ich muss, mit einem Kunden oder einem Klienten. Und ungefähr genauso sieht auch der Alltag von Steve aus. Ich bin dafür jetzt einfach in diesem Meetingraum hier. Die sind perfekt, um zu telefonieren, die anderen Menschen in dem Coworking Space nicht zu stören. Und wie der Arbeitsrhythmus von Steve aussieht, das erfahrt ihr gleich. Jetzt aber ab ins Meeting. Bei Steve sahen die Besprechungen übrigens so aus. Jeden Montag bespricht Steve mit seinem Führungsteam das gesamte Geschäft. Sie schauen sich an, was sie in der Woche davor verkauft haben und was nicht. Dabei schauen sie auch einen Blick auf jedes einzelne Produkt, was in der Entwicklung ist. Produkte, bei denen sie unter anderem Probleme haben oder auch Produkte, wo die Nachfrage so hoch ist, dass sie gar nicht hinterherkommen. Alles, was in Entwicklung ist, überprüfen sie. Und das machen sie jede Woche. Die von ihm sogenannten Marathon-Meetings am Montag waren dabei für die 10 wichtigsten Führungskräfte des ganzen Unternehmens reserviert. Übrigens, Mittwoch traf sich Steve dann immer auch noch mit dem Marketing-Team. Kommen wir nun zu dem wohl schwierigsten Teil dieses Selbstexperiments, und zwar war Steve Frutarier. Frutarier sind dabei übrigens eine Unterform von Veganismus. Doch Steve war teilweise sogar so extrem, dass er wochenlang nur ein einziges Gemüse oder eine einzige Frucht aß. Das heißt, beispielsweise Karotten oder Äpfel. Und es wurde auch gemunkelt, dass er dementsprechend teilweise so roch. Die Besessenheit von natürlichen Lebensmitteln begann so bei ihm schon in seinen Teenagerjahren. Und so wurden sie mit der Zeit auch in gewisser Weise zur Identifikation des Unternehmens, was Steve schon immer gründen wollte. Und genau deswegen ist das hier jetzt mein Mittagessen. 3 Äpfel. Mal sehen, wie lange ich das aushalten werde. Nach seiner Krebsdiagnose wurde Steve von seiner Familie und den Ärzten übrigens dazu ermutigt, auch wieder Proteine zu sich zu nehmen und das vor allen Dingen von tierischen Quellen. Mit der Zeit entwickelte er eine Vorliebe für Sushi, Thunfisch, Lachs, Gelbschwanz und aß auch Eier. Somit würde man Steve in seinem späteren Leben eigentlich eher als Pesketarier bezeichnen. Am Nachmittag besuchte Steve häufig das Labor des Industriedesigns. Dieses arbeitet an den Prototypen für zukünftige Hardware-Geräte. Wenn sie zum Beispiel an einer neuen Version des iPhones arbeiteten, schnappte sich Steve einen Hocker und fing an, mit den unterschiedlichen Modellen und Mockups rumzuspielen und sie in gewisser Weise mit seinen Händen zu spüren. Produktbesprechungen und die damit verbundenen Diskussionen nahmen allerdings den größten Hauptteil des Arbeitsalltags von Steve Jobs ein. Er selbst sah sich immer als den ultimativen Endverbraucher und hörte bei sämtlichen Produktentscheidungen immer auf seine Intuition. In seiner Zeit als CEO bei Apple machte Steve außerdem seine E-Mail-Adresse öffentlich und erhielt im Durchschnitt ungefähr 100 E-Mails und 10 Anrufe pro Tag zwischen Apple und Pixar. Zu den weiteren Ereignissen des Nachmittags gehörte auch das Üben von bald anstehenden Keynote-Präsentationen. Zudem war Steve auch ein großer Fan von Walking Meetings. Das heißt, dass man sich, wenn man ein Meeting hat, einfach zu einem Spaziergang verabredet und so einfach mal eine Runde um den Block läuft, um so gemeinsam sich zu unterhalten, die Meinungen auszutauschen und letztendlich vielleicht sogar zu einem Deal zu kommen. Ich finde das Ganze auch so super und habe das auch schon vorher immer mal wieder in meinem Alltag etabliert. Auch zum Beispiel, wenn man telefoniert, dass man dann einfach mal eine Runde um den Block geht. Insgesamt kann man sagen, hilft es wirklich super dabei, einfach entspannt und gleichzeitig konzentriert über ein Thema nachzudenken, sodass selbst Bill Gates das Ganze ebenfalls in seiner Netflix-Doku mal erwähnt hat. Für mich war es aber heute schon im Office. Ich gehe jetzt nach Hause und dann gehen wir in den zweiten Teil der Tagesroutine von Steve Jobs, und zwar, was er alles eigentlich so außerhalb der Arbeit noch macht. Pünktlich um 17.30 Uhr gab es bei der Familie Jobs das Abendessen. Typisch waren dabei zum Beispiel Nudeln mit rohen, selbstgemachten Tomaten. Typisch waren dabei Nudeln mit selbstgemachter Tomatensauce aus den Tomaten aus dem eigenen Garten. Dazu gab es frischen rohen Mais, Blumenkohl, einen Salat und auch selbst geschredderte Möhren, die alle selber angebaut wurden. Steve trank so gut wie nie Alkohol, außer ab und zu mal ein Glas Wein mit seiner Frau. Am Abend schnappten sich Steve und seine Frau Lauren meist ein paar Flaschen Mineralwasser aus dem Kühlschrank und machten sich auf einen Spaziergang durch Palo Alto, eine Stadt im Silicon Valley.
Seine Lieblingskünstler reichten dabei von Bob Dylan bis zu Bach. Musik war für Steve immer sehr wichtig und er meinte auch, sie halfen ihm dabei, sich emotional und spirituell neu zu zentrieren. Bei der Betrachtung von Steve Jobs Lebensstil ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass er 20 Jahre vor dem Durchschnitt an einer schweren Krebserkrankung gestorben ist. Das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen bei diesem Lebensstil. Es ist also vielleicht nicht der richtige, den man fahren sollte. Nichtsdestotrotz kann man es wohl kaum in Frage stellen, dass er die Welt so geprägt hat wie kaum ein anderer. Heute benutzen 2/3 der gesamten Welt sein technisches Endgerät. Doch egal, was man letztendlich von diesem Lebensstil halten mag, ob man es gut findet oder eher schlecht findet, lasst uns doch jetzt erstmal ein Fazit ziehen, was ich in den letzten 7 Tagen bei meinem Selbstexperiment gelernt habe. Im Nachhinein lässt sich sagen, dass sich für mich im ersten Moment eigentlich gar nicht so viel verändert hat. Dadurch, dass ich eh schon ein Minimalist, ein Vegetarier und jemand bin, der den ganzen Tag im Office sitzt und arbeitet, war es eigentlich im ersten Moment gar nichts Großes Neues. Eine Sache ist mir allerdings extrem schwer gefallen, und zwar Frutarier zu sein. Ganz oft habe ich einfach viel zu wenig gegessen, weil ich gerade gar keinen Zugang hatte zu den richtigen Lebensmitteln und auch gar nicht richtig wusste, was jetzt ein Frutarier eigentlich immer so ist. In meinem normalen Alltag verzichte ich zudem meistens nicht auf Brot und Käse und daher war es eben nochmal extra schwer, diesen neuen Step zu gehen. Dennoch muss ich sagen, hat es sich eigentlich sehr gut angefühlt. Es war auf jeden Fall ein sehr gesundes Gefühl und ich fand, mein Körper hat sich somit auch sehr positiv danach angefühlt. So hat sich vielleicht sogar auch meine Performance ein kleines bisschen in meinem Alltag noch erhöht. Auf der anderen Seite, arbeitstechnisch fand ich es eigentlich ziemlich entspannt. Das Frühaufstehen und in Ruhe an seinen eigenen Projekten arbeiten, will ich so in Zukunft auf jeden Fall auch weiterführen, weil es eigentlich echt ziemlich geil ist. Zudem macht er auf der anderen Seite ja auch ein bisschen früher Schluss, was zudem auch ziemlich entspannt ist, obwohl ich natürlich nicht weiß, wie anstrengend das wirklich ist, CEO von so einer großen Firma zu sein. Schlussendlich kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen, die Steve Jobs Tagesroutine auch einfach mal für eine Woche zu probieren. Man muss sagen, dass Steve Jobs es bis heute wie kaum niemand anders geschafft hat, so eine große Inspiration zu sein. Und wenn man sogar mal genau darauf achtet, dann fällt einem eigentlich sogar auf, dass auch Steve Jobs ein Creator war. Jemand, der einfach mit seinen eigenen Ideen und eigenen Produkten die Welt zu einem Positiven verändern wollte. Und das natürlich auch sogar in riesengroßem Ausmaß geschafft hat. Wenn du auch Bock hast, deiner eigenen Passion nachzugehen und deinen eigenen Weg zu gehen und nicht in dem Rad des 9-to-5 zu landen, dann werd doch Teil von unserer Creator-Community hier. Ich freue mich, dich zu sehen. Alle wichtigen Links sind in der Videobeschreibung. Und das war's von mir. Und das war's von mir von dieser Woche. Peace, dein Amon.